Hallo zusammen, heute haben wir mal wieder eine Spezialfolge, die wir ja schon mal hatten, und zwar die Elefantenrunde. Also, herzlich willkommen an die anderen zwei Elefanten. Na, das ist ja wieder eine Begrüßung. Ja. Hallo miteinander. Ich habe keinen grauen Rüssel, ja, hallo alle zusammen. Was war jetzt? Du bist nicht grau oder du hast keinen Rüssel? Was war jetzt? Ich habe keinen grauen Rüssel. Ah, okay. Also in diesem Sinne, ein Terreur in die Runde. Und heute wollen wir wieder ein paar Informationen geben, wie das erste Halbjahr bei uns gelaufen ist. In den einzelnen Bereichen, da werde ich dann kurz was zum Gebäudetechnikbereich sagen. Tobias, du dann Industrie, Produktion und was du noch alles so dabei hast. Genau. Und das krönende Abschlusswort gehört an dir, lieber Vater. Ohne Rüssel. Ohne Rüssel, aber leicht ergraut, wo dann die Zentralbereiche und auch vielleicht, dass wir bei den einzelnen Ansprachen dann auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja, dann fange ich gleich mal an. Das erste Halbjahr war intensiv. Es war geprägt von großen Herausforderungen in vielen Bereichen. Zum einen kamen weitere Kostensteigerungen dazu im Bereich Einkauf bzw. beim Bezug der Waren und beim Herstellen der Waren. Das hat sehr, sehr stark Stress verursacht, auch das Ganze zu versuchen, dann auch diese Kostensteigerungen weiterzugeben oder aufzufangen in gewissen Bereichen. Ich muss sagen, jetzt für den Gebäudetechnikbereich, es hat ganz okay geklappt. Man hat sich natürlich auch schon ein bisschen mehr dran gewöhnt gehabt, einfach weil 2021 natürlich dann eine gute Generalprobe war, wo man noch völlig überrascht und übermannt war und auch da noch ein bisschen in der Schockstarre war und dann deutlich mehr Zeit verloren hat mit Gedanken und Grübeln, was jetzt einfach dann schon mehr zur Gewohnheit wurde. Leider. Gleichzeitig hat es dann dazu geführt, dass auch die Lieferketten bei uns sehr stark strapaziert worden sind. Insbesondere, wenn natürlich Preiserhöhungen angekündigt waren, gab es dann doch die ein oder andere Mehrbestellung oder mehr Nachfrage, was dann die strapazierten Lieferketten, wie sich jeder vorstellen kann, dann nochmal mehr strapaziert hat. Also man hat sich dann teilweise doch wieder Klopapierhersteller 2020 gefühlt, wo das alles sehr, sehr knapp war. Aber wir können mit Fug und Recht und Stolz behaupten, die Lieferketten haben auch im ersten Halbjahr gehalten. Wir konnten der verlässliche Partner sein für das Handwerk, weil ja gerade auf der Baustelle, es ist ja egal, was dann fehlt, aber der Bau darf nicht stehen. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Wenn wir jetzt zeitlich nochmal ein bisschen weitergehen, ist es sehr, sehr schön gewesen, dass wir dann auch noch ein anderes Riesenhighlight für mich persönlich im ersten Halbjahr hatten. Und zwar unser Familienfest. Wir hatten eine richtig geile Feier, die super organisiert war. Glück mit dem Wetter. Auch eine geile Mannschaft mit Gästen und beziehungsweise ihren Familien, die mit dabei waren, wo wir sich alle mal wieder getroffen haben. Und auch jetzt nach einer gewissen Zeit können wir sagen, es scheint keine Infektionen gegeben zu haben, was ja in der heutigen Zeit dazugehört. Und das macht den Abend natürlich dann nochmal umso schöner, wenn dann auch im Nachgang das Risiko, das dann doch ein bisschen vorhanden war in der aktuellen Zeit, so nicht eingetroffen ist. Zum Thema Infektionen ist es im Moment die Lage so, dass wir doch sehen, dass sie wieder ansteigen. Auch gerade im Verwaltungsbereich haben wir da im Moment einige Fälle, aber durch Homeoffice und Ähnliches kann man zumindest in dem Bereich da reagieren. Und es sind keine schweren Verläufe mir bekannt, beziehungsweise wir haben auch bisher da keine gehabt und sind darüber sehr froh und glücklich, dass es dann häufig sehr glimpflich abläuft. Das Familienfest war natürlich noch aus einem anderen Grund ein Highlight. Wir haben ein sehr starkes Wachstum im Bereich Gebäudetechnik realisiert, vor allem bei den Mitarbeitern, und somit konnte man auch bei einigen zum ersten Mal die Gesichter dazu sehen, wo man teilweise vorher vielleicht aus Videocalls kannte oder auch gar nicht oder nur vom Namen her. Und so das Miteinander einfach auch nochmal groß geschrieben werden konnte und auch die Leute von weiter weg jetzt in der Außendienstmannschaft oder in dem Planungsbereich dann auch dabei waren und wir so wirklich mal wieder alle zusammen eine Feier machen konnten. Wobei dieses alle zusammen aufgrund der Größe, die wir mittlerweile erreicht haben, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber das hat dann teilweise schon einen volksfestähnlichen Charakter angenommen und man hat immer gewusst, ja, das sind bestimmt alles Mitarbeiter oder die Familien dazu, und aufgrund dessen, dass ja die ein oder andere Feier vorher ausgefallen ist, war ich mir nicht immer sicher, wer jetzt wer ist, aber im Zweifelsfall gelächelt und gegrüßt, damit ist mir immer ganz gut gefahren. Ja, ansonsten kann ich sagen, von den Umsätzen her ist es gut gelaufen, wir haben ein erfolgreiches erstes Halbjahr gemeinsam bestritten, die Umsätze natürlich auch durch die Preiserhöhungen getrieben, aber auch mengenseitig gab es Steigerungen.
Wir sind optimistisch, auch wie das Ganze weitergeht, auch wenn natürlich gleichzeitig am Horizont einige Risiken auftauchen, ob das die Zinssteigerungen sind oder geplatzte Finanzierungen für die Bauindustrie und natürlich der ganz, ganz große Elefant im Raum, die Kosten. Wir sehen selbst bei uns, wenn man jetzt Anfragen stellt, egal ob es für Maschinen, Gebäude oder ähnliches ist, die Preise explodieren oder sind explodiert und irgendjemand muss ja dann auch noch die Rechnung bezahlen und sich das auch leisten können. Und das ist eine große Herausforderung und es wird auch die große Herausforderung bleiben, neben dem Thema Personal, wobei wir beim Personal in meinem Bereich keine größeren Vakanzen im Moment haben, wo wir nicht wissen, wie wir die besetzen sollen, aber insgesamt als Firma da natürlich stark zu kämpfen haben. Ansonsten, das erste Halbjahr war erfolgreich und gleichzeitig schwierig und herausfordernd. Wir gehen davon aus, dass das zweite Halbjahr ähnlich wird, wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich, weil dann doch auch die Nachfrage nicht mehr sich so verhalten wird, beziehungsweise auch gewisse Lagerhaltungsmaßnahmen auf Verarbeiterseite stattgefunden haben, die sich nicht nochmal wiederholen lassen. Aber trotzdem wird es eine sehr, sehr spannende Zeit. Und vor allem im zweiten Halbjahr und auch in Zukunft werden wir versuchen, unserem Anspruch gerecht zu werden, wie bisher auch ein verlässlicher und guter Partner zu sein und vor allem auch ein fairer Partner. Und das wird sich dann zeigen, wie wir damit umgehen können bei gesteigerten sonstigen Kosten wie Strom, Verpackung, Fracht und ähnliches und gleichzeitig Rohmaterialpreisen, die auch wieder ein bisschen nachgeben. Und das wird eine Mischung, die sehr genau zu beobachten ist und sehr unterschiedlich dann einzuordnen sein wird. Aber auch da werden wir uns dem messen und auch da erfolgreich das Ganze machen. Ansonsten gab es für mich dann noch ein Highlight und das ist das, was wir auch schon mal jetzt in der Sonderfolge hatten und auf dem Sommerfest hatten wir es auch oder Familienfest. Und das ist dann auch das Thema Windrad, wo dann du sicherlich noch was dazu sagen wirst. Ups. Herr Visionär. Und das ist natürlich was, was auch noch ein richtiges Highlight ist für den ganzen Bereich bei mir auch, wo wir gleich, nachdem das im Endeffekt dann wir intern veröffentlicht haben und danach auch nach extern veröffentlicht haben, gleich auf der nächsten Messe in Mailand genutzt haben, auch mit den Leuten drüber zu sprechen, weil das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit natürlich uns alle umtreibt und gerade auch bei uns in der Branche auch international zieht, nicht nur national und das ja eine richtig geile Sache ist. Also zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn. Das erste Halbjahr war erfolgreich, allerdings sehr herausfordernd. Das zweite Halbjahr wird auch herausfordernd und von der aktuellen Abschätzung her wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie das erste Halbjahr. Wir haben einen guten Auftragsstand, vor allem was die Rohrproduktion angeht. Im Systemgeschäft lässt es ein bisschen nach, dann versuchen wir entgegenzuwirken und sind guter Dinge. Fragen eurerseits? Nein, keine. Nein. Ja, das ist doch schon mal super. Falls noch was kommt, könnt ihr euch ja noch melden. Dann darf ich mal an dich übergeben, Tobias. Ja, okay. Also dann auch nochmal Hallo von meiner Seite. Es ist ja inzwischen der dritte Podcast Elefantenrunde. Ich habe mir am Wochenende tatsächlich die letzten beide auch nochmal angehört. Und da muss ich sagen, täglich grüßt das Murmeltier, weil auch im letzten Jahr bei den Zweien haben wir von herausfordernden Zeiten gesprochen. Nur jetzt am 1.8.22 kann ich sagen, die herausfordernden Zeiten, die wir im letzten Jahr hatten, sind im Gegensatz zu denen, die wir heute haben, Kindergarten gewesen, muss man wirklich sagen. Ich bin immer so ein Typ, der normalerweise dann zwischen Weihnachten und Neujahr sich die Zeit nimmt und man Revue passieren lässt und auch Ende 21 dann der Meinung war, schlimmer als dieses Jahr von den Aufgaben, von der Herausforderung kann es nicht mehr werden. Und da wurde ich Anfang 22 gleich eines Besseren belehrt. Es kamen so viele neue Themen auf uns zu, die ich persönlich so nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen. Und da fange ich gleich mal mit dem Thema Strom an. Stromkauf ist bei mir leider angesiedelt. In der Vergangenheit war das ein Thema, man hat eine Ausschreibung gemacht, man hat einige Angebote bekommen und hat dann letztendlich den günstigsten ausgewählt. Das war relativ easy. In den letzten Monaten mussten wir sehr viel dazulernen. Hinsichtlich Basebänder, Peak, Tranchen, die gekauft werden können, Spotmarkt, also dieses Thema, wie es noch in der Vergangenheit möglich war,
ist heute nicht mehr möglich. Die Preise, die in der Vergangenheit zu zahlen waren, sind eher Makulatur. Wir reden heute, je nachdem, wann man einkauft, von einem Faktor 5 gegenüber den Preisen aus 2021 noch. Also das ist eine Riesenherausforderung für mich persönlich, aber auch für das komplette Unternehmen und nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für alle anderen Unternehmen auch und auch für die Endverbraucher. Was ein Riesenthema auch im vor allem Februar, März war hinsichtlich der Produktion, war Corona. Also wir sind durch sämtliche Wellen sehr gut durchgesegelt, bis es dann Mitte Februar auch uns erwischt hat. Wir von Mitte Februar bis ja ungefähr Mitte März wirklich sehr, sehr viele Leute in Isolation hatten und da auch dann tatsächlich immer wieder auch Maschinen stehen lassen mussten. Was uns weiterhin verfolgt hat, sind die massiven Probleme in den Lieferketten. Michael hat schon mal angerissen, Rohmaterialeinkauf ist auch bei mir dabei. Wir hatten die massiven Preissteigerungen die ersten Monate 2022, verbunden auch mit der Problematik, dass gewisse Materialien nicht in der Menge verfügbar waren am Markt, wie sie hätten sein sollen. Da sind wir sehr, sehr gut durchgekommen. Was uns wesentlich stärker trifft, ist das Thema Lieferverschiebungen von Anlagen. Also wir haben sehr viele Anlagen momentan noch in der Investition, die zum großen Teil hätten schon laufen sollen, die aber tatsächlich einzelne Anlagen sind jetzt gekommen, laufen, sind gerade bei der Inbetriebnahme, aber sind nicht gekommen in dem Zeitraum oder zu dem Zeitpunkt, wie es ursprünglich geplant war. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir bei einigen Kunden, vor allem im Gebäudetechnikbereich, auch, ich sage mal, allokieren mussten, Mengen aufteilen mussten und nicht produktionsseitig die Performance leisten konnten, wie wir es ursprünglich auch für uns geplant hatten. Das nächste Thema, was ein großes Thema ist und was aber kein Thema für das erste Halbjahr ist, was uns auch weiterhin verfolgen wird, ist Personalrecruiting. Wir tun hier sehr, sehr viel, vor allem im Bereich Maschinenbediener-Recruiting, aber haben da auch unsere Probleme aufgrund unseres Wachstums, die Anzahl an Leuten an Bord zu bekommen, die wir tatsächlich benötigen. Und da einfach auch für diejenigen, die jetzt diesen Podcast auch hören, nochmal: Bewerbt euch bei Minecore. Wir sind ein interessantes, tolles Unternehmen und ich kann euch versprechen, dass ihr auch Spaß haben werdet bei Minecore. Ansonsten ist genug gejammert, muss ich auch sagen, war es ein erfolgreiches Jahr auch für den Industriebereich. Man kann es nicht verstehen, aber auch unter anderem im Automobilbereich waren wir sehr stark unterwegs, wo trotz der Halbleiterkrise eben der langen Lieferzeiten bei der Auslieferung von BKWs wir trotzdem sehr, sehr gut performt haben. Was uns natürlich auch da ein Stück weit entgegengekommen ist, dass wir bei vielen Projekten da auch liefern, die jetzt nicht unbedingt nur in dieses Standardsegment reingehen, sondern auch wirklich viel in das Premiumsegment. Und das sind die BKWs, die natürlich bei den OEMs bevorzugt auch gefertigt werden. Ja, alles in allem ein sehr gutes erstes Halbjahr mit einer schönen Steigerung gegenüber 21, mit aber auch großen Herausforderungen für das zweite Halbjahr. Thema nach wie vor ist Rohmaterial ein großes Thema. Wir sind vor allem bei den Sondermaterialien, Spezialmaterialien, haben wir jetzt gerade aktuell wieder mit einem Force Majeure von einem Lieferanten zu kämpfen. Das heißt, da sind wir dann jetzt in schweren Diskussionen auch mit den Kunden, wie es da mit der weiteren Belieferung fortgeht. Das Thema Personal ganz klar und vor allem für uns auch die große Herausforderung, wann kommen die Maschinen, die bestellt sind, um dann entsprechend auch drauf fertigen zu können. Aber ich sehe es auch sehr, sehr positiv. Bin da jetzt wirklich gut gestimmt und ja, das war es erstmal für den Industriebereich. So, ja. Wer ist denn da noch übrig? Jawohl, der Mann in der Mitte, ohne Rüssel. Ja, zum einen muss ich mal ein Riesenkompliment machen an die gesamte Mannschaft, an dich Tobias, an dich Michael, wie wir die Probleme mit einer Flexibilität im ersten Halbjahr gemeistert haben. Und es tut mir fast etwas leid, dass wir die Erfolge, die wir eigentlich erzielt haben, nicht so feiern können oder uns nicht so freuen können. Man merkt es bei den Aussagen von Michael und von Tobias,
dass man eben mehr die Herausforderungen, von Problemen will ich jetzt nicht reden, dann sieht, aber nicht die Erfolge, die wir erzielt haben. Wir haben gut bestanden. Und Tobias, du hast völlig recht, 2021 haben wir gedacht, schlimmer kann es nicht mehr werden. Dann kam 2022. Aber wir haben es als Mannschaft alle zusammen sehr, sehr gut gemeistert, was mir also wirklich Hoffnung auch macht für die Zukunft. Natürlich hoffe ich auch darauf, dass 2023, wir nicht wieder sagen, also 2022 war ja einfach gewesen, dass es vielleicht da mal etwas ruhiger zugeht. Wenn man zurückblickt, und das vergisst man schon fast wieder, wir haben das große Logistikcenter eingeweiht, Januar, Februar wurde es in Betrieb genommen. Wir hatten dann trotz dieser Krankheitsquote und all dieser Probleme, die vorhanden gewesen waren, trotzdem noch ein gutes Jahr, erstes Halbjahr 2022. Michael, ich gebe dir völlig recht, das Familienfest war dann ein Highlight. Natürlich, zu meinem größten Bedauern, sind zwei jüngere Führungskräfte schon frühzeitig ausgefallen beim Fest. Ich habe durchgehalten bis zum Schluss, weil es einfach so schön war. Durchgehalten nennt man das? Das ist ja interessant. Also so halte ich gerne durch. Und ich muss sagen, getragen von der Jugend der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde es dann doch relativ spät, aber war richtig schön gewesen, dass man das wieder mal so genießen konnte. Also du wurdest am Schluss getragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ach, Michael. Also es war schön auf jeden Fall. Die Probleme, die Herausforderungen, die Erfolge habt ihr schon erzählt. Aus den Stabstellen kann ich sagen, war das ähnlich eigentlich, wie ihr es beschrieben habt. Wenn man bedenkt, also im IT-Bereich Digitalisierung, man macht tolle Sachen, entwickelt Software und will also im Logistikbereich also das Ganze digitalisieren, dann bekommt man keine Barcode-Scanner. Dann tut man über eBay welche kaufen. Dann sind da keine Akkuladegeräte bei. Dann tut man private Akkuladegeräte reinbringen. Unsere Elektriker passen die an, dass man aufladen kann. Als nur ein kleines Beispiel von den vielen, vielen Herausforderungen, die mit dabei waren. Marketing und Personal werden kreativ, wie ich es in 37 Jahren noch nicht erlebt habe, dass man also vor dem Edeka einen Stand aufbaut und dann wirbt für Minecore, dass man über Social Media, über viele, viele Wege geht. Das heißt also, wir haben viel getan, um auch diese Probleme, diese Herausforderungen wieder anzugehen. Von daher sage ich, es war ein gutes erstes Halbjahr, trotz all der Themen. Das zweite Halbjahr sehe ich ähnlich wie das erste Halbjahr. Ob es dann etwas schlechter wird oder gleich bleibt oder etwas besser wird, werden wir sehen über die Monate hinweg. Es werden sicherlich noch die ein oder anderen Probleme dann auch da auftauchen. Aber mit der Mannschaft, mit euch beiden, ist mir nicht bange davor. Das heißt, ich freue mich weiter aufs zweite Halbjahr und dann auf 2023. Also lassen wir es auch beim Titel Elefantenrunde und machen keine Jammerlappenrunde draus. Genau. Ja, genau. Ja, okay, das war mir jetzt auch nochmal wichtig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch aufs zweite Halbjahr und wie du richtig sagst und auch was du gerade am Schluss da ja nochmal aufgegriffen hast, ob es jetzt ein bisschen schlechter, ein bisschen besser oder ähnlich wird. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass es sich in einen ähnlichen Rahmen bewegt, dass es jetzt nicht komplett unterschiedlich wird wie der Skilift im Sommer, sondern dass man da schon eine gewisse Konstanz hat. Und mit dem Beispiel Windkraft, du hast es schon gesagt, Michael, gehen wir ja dann doch Wege, die ungewöhnlich sind. Wir suchen uns dann neue Möglichkeiten. Und da sage ich, wir werden immer wieder kreativ sein, um eben Lösungen zu finden für solche Sachen, wo es manchmal gar keine Probleme gibt. Genau, genau. Unsere große Spezialität. Ja, mir ist es persönlich nochmal wichtig, einen riesengroßen Dank an die Kollegen und Kolleginnen in der Produktion auszusprechen. Vor allem die letzten 8 Wochen, vielleicht war es jetzt auch sogar schon ein bisschen länger, wo diese extreme Hitzeperiode hier vorherrscht, ist es wirklich sensationell, was ihr hier leistet. Ich meine, die Temperaturen sind so schon genug, aber wenn man dann auch noch körperlich arbeiten muss, ist es doppelt schlimm. Und da, wie gesagt, nochmal auch von mir persönlich einen wirklich ganz, ganz großen Dank für euch, für die Leistung, die ihr da tagtäglich erbringt. Ja. Kann ich nur zustimmen. Hut ab. Und das ist das, warum wir überhaupt so wirken können, wie wir es machen. Weil das Herz der Firma, die Produktion läuft. In diesem Sinne, jawohl. Vielen Dank an alle. Wer irgendwelche Fragen, Rückmeldungen oder Ähnliches hat, ich glaube, wir haben zwar noch nie wirklich eine Frage schriftlich reinbekommen, nur mündlich, aber wenn da sind, dann gerne. Und auch sonst, wenn irgendwas da ist, gerne immer auf uns zugehen. Vielen Dank für euren Einsatz und vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Interesse und ich freue mich auf die Zukunft mit euch.
Bis bald. Herzlichen Dank. Tschüss.